Ja, meine Kerle, willkommen zu einem weiteren Video von Fortnite auf der Nintendo Switch. Und ja, ich habe es geschafft. Wir haben 5.59 Uhr. Und ich sitze hier und nehme Fortnite auf. Ist das geil oder ist das geil? Ich würde mal sagen, 10 von 10. Volle Punktzahl, 1 plus. Das wäre dann 11 von 10. 11 von 10. Das war eine 11 von 10. Okay. Wir gucken in den Shop rein. Und ich werde euch sagen, es wird heute nicht nur beim Shop bleiben. Wir werden uns heute einige geleakte Infos, Preview-Infos angucken zum neuen Update, das heute kommen wird. Und das könnte ein ziemlich kontroverses Update werden. Etwas, das die Fortnite-Spielerschaft vielleicht wieder zusammenbringt. Man weiß es noch nicht so ganz genau. Aber eventuell heute nach diesem geleakten Text mehr. In diesem Sinne, lasst einen Daumen nach oben da, sollte euch das Video gefallen. Und wenn ihr neu seid auf dem Kanal und ihr wollt mehr von mir sehen, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Let's go. Zuallererst gucken wir in den Shop. Und jeder Ehrenmann auf dem Planeten. Würde mich freuen, wenn ihr mich in Fortnite mit dem Creator Tech Random KHD unterstützt. Ich kann es nur nochmal sagen. Ich habe das da unten rechts schon gesehen, ja? Wir kommen da gleich drauf, Kerle. Ihr glaubt nicht, was das für ein Support ist. Ich kann es nur wieder und wieder und wieder sagen, was das für ein Support ist. Ja. Gucken auch ganz kurz so aus der Perspektive. Sieht ja auch ganz lecker aus. Ihr glaubt nicht, was das für ein Support ist. Daher, wenn ihr diesen kleinen Aufwand von 5 Sekunden für mich machen wollt, um mich zu supporten, RandomKHD, der Code wird auch nochmal hier an der Stelle angezeigt. Gönnt euch. So, wir haben Sledge, einen brandneuen Skin, einen Schlage wie ein Hammer-Skin, ja. Und bei dem Blick denke ich mir auch so, Bruder, also erstmal etwas, das je an diesem Skin ist. Man könnte hieraus einen Mund interpretieren. Und dann so ein breites Grinsen. Aber naja, Rückenfestung. Und da haben wir es. Die standfeste Ausrüstung. Ja. Gönnt euch gerne. Neuer Skin jetzt im Shop. Der Einschlaghammer. Ich weiß nicht, warum der... Ja, okay, der ist Teil dieses Sets, kann das sein. Wuchtige Attitüde. Ja, das muss... Ja, okay, alles klar. Das gehört alles dazu. Und man dachte sich, nee, komm, wir packen dieses Item nicht hier mit rein, sondern nur hier. Damit der Shop voller aussieht. Aha, man kennt das. Für den ultimativen Einschlag entwickelt. Dann haben wir hier Schlappohr, Knurrer, Flauschsegel und der Presslufthacker. Sehr schmackhaft. Ich habe das hier unten schon gesehen. Wie gesagt, ich komme da gleich drauf, Kerle. Und Kaldin. Die Qualle. Alter, was? Das ist ein Hängegleiter. Ach du Kacke. Das sieht aber schon nice aus. Und an der Farbe dieses auf der Switch sogar ziemlich gut dargestellten Gleiters, der Qualle. Ah, jetzt mal Real Talk. Wir zoomen hier gerade auf maximale Stufe rein. Und es sieht ziemlich nice aus. Ergötze dich an der Pracht des Meeres oder des Meeres oder der Meere aus sicherer Distanz. Das heißt, man hängt sich an diesen glitschigen Teilen. Oh, ekelhaft! Aber egal. Jeder, der jetzt diese Vorstellung hat, dass man sich an diesen Beinen dieser Qualle festhält, Ehre. Die Zündkerzenkünstlerin. Das bin ich. Rissbrocken Zusammenreißer. Geiler Tanz auf jeden Fall. Wenn man das Tanz bezeichnen kann. Emote. Und Kommando. Der No-Skin, meine Freunde. In schwarz gekleidet. Ja, gönnt euch. Und der Ehrentanz des Jahrhunderts.
ein weiteres Mal im Shop. Und an der Stelle könnt ihr in Fortnite natürlich diesen Support da lassen. Und das haben einige getan und darauf will ich hinaus. Und zwar sehe ich nämlich hier gerade auf Twitter Folgendes. Ja, der gute Fabian hat sogar ein Video gemacht. Er hat sich dazu bereit erklärt, er dachte sich, komm, ich gönne mir mal diesen Mehraufwand. Mach ein Video, wie er sich einfach einhändig kauft. An RandomKHD, ehrenhaft des Todes, vielen Dank. Das schmeckt. Und hier nochmal als Bild hat er sich gegönnt. Das Video, das gibt einen Retweet. Vielen Dank, okay? Vielen Dank. Das Wichtige, was uns jetzt aber auf Twitter erwartet, ist das hier. Ich gehe mal kurz raus. Die Musik macht einen dann doch irgendwann noch kirre im Kopf. Sorry. Jetzt zum Wichtigen. Das Version 10.2 Content Update kommt. Ja gut, das wurde gestern getweetet. Heute, am 3. September um 14 Uhr, ja, nachmittags. Es wird keine Downtime geben und auf Englisch wird folgender Wortwitz gemacht oder folgende Anspielung wird gemacht. See what's new when the patch notes are available. Auf Deutsch wurde geschrieben, die Spannung auf die Patch Notes steigt. Und, ja, das ist nice, Alter. Hier der, I eat water Typ, der geschrieben hat, was meint ihr mit Spannung? Und das Ding ist so, Fortnite.de hat sogar auf diesen Tweet geantwortet. Auf diesen Antwort-Tweet. Auf diesen Tweet hier. Darauf haben sie sogar geantwortet. Ich weiß nicht genau, seit wann das die PR-Abteilung von, oder die Social-Media-Abteilung von Fortnite macht, dass sie auf Tweets von Membern antworten, von Twitter-Usern antworten. Das habe ich bei der deutschen Seite noch gar nicht gesehen. Finde ich aber gut. Das ist community-nah. Das schmeckt. Das viel Wichtige ist aber das hier, was ihr hier schon gesehen habt. Ja? Die Patch-Notes, meine Kerle. Denn hier steht, hallo Leute, hallo. Das Content-Update Version 10.2 droppt diesen Dienstag und hier ist eine Preview von den ganzen Changes und Änderungen, die zu Battle Royale kommen. Wie man oben auch jetzt lesen kann. Erstmal die Balance-Changes, ja. Was steht da? Read until the end for sneak peek of Season 11. Wurde gerade Season 11 geleakt? Ich weiß jetzt nicht, wie wahr diese ganzen Patch-Notes sind. Schreibt es in die Kommentare, weil ich habe das Gefühl, das sind auf jeden Fall so diese, ja, ich bin Branchenexperte und habe das hier gerade rausgefunden, Leaks, weißt du? Ich weiß nicht. Vor allem, weil hier auch steht, make it happen, please. Bitte lasst es geschehen, so, ne? Es ist ja eher eine Hoffnung, statt dass es irgendetwas beweist, aber oder dass es irgendetwas ankündigen wird. Heavy Sniper jedenfalls, Balance Changes sind folgendermaßen von 150 auf 140 und du kannst nicht mehr die Gebäude one-shotten. Das ist hart. Das ist krass, Alter. Und die, was? Die Schadensfalle, die Stachelfalle wurde von 150 auf 100 runter reduziert. Das muss wegen dem brandneuen Gerät sein. Warte mal, und zwar das hier. Ja, ich habe schon gesehen, da unten ist ein Ehrenbruder, der um 6 Uhr irgendwas schreibt. Die Zapper-Falle, ne? Genau. Demnächst Zapper-Falle. Ich habe Elektro-Falle gesagt, aber Zapper-Falle klingt auch cool. Gefahr, Hochspannung, schockiere sie mit einer Falle. Und ich glaube, dass halt wegen der Zapper-Falle der Schaden der Stachelsfalle runtergeht. Wenn das hier überhaupt stimmt. Mit diesen Leaks. Aber erstmal. Der gute EF
V. Creator Code Random Kai HD. Ja, du alter Ehrenmann. Grüße gehen raus. Jetzt aber, wie gesagt, hier nochmal zu den Patch Notes zurück. Die ganzen Patch Notes, wenn ihr sie euch screenshotten wollt, um sie herumzuzeigen in der Schule, damit ihr zeigen könnt, dass ihr die coolsten seid, bitteschön. Okay. Alles klar, Kerle. Ja, wir gucken weiter. So. Das ist hier, das ist jetzt ganz wichtig, weil es grafisch ziemlich relevante Sachen machen wird. Und weil dadurch nämlich grafisch ziemlich coole Sachen möglich werden. Der FOV Slider. Players can change the field of view in the game between 80 to up to 110. Default value of 80. Das bedeutet, man kann die aus der Perspektive rauszoomen. Ihr kennt ja auch bei Minecraft dieses FOV-Sliden, dass ihr quasi dieses Quake Pro machen könnt. Und sowas ähnliches ist das hier auch, ja. Die Kameraperspektive wird einfach vom Winkelgrad her verzerrt. Und das ist nice, weil so wird so viel mehr möglich, Mann. Du hast keinen toten Winkel mehr. Du kannst einfach jetzt den Blinker setzen, bevor du abhaust. Hau rein, Bruder! Wisst ihr, was ich meine? Das ist nice. Wenn das überhaupt, wenn es kommt. Ich habe gehört, es soll kommen. Ich habe auch schon auf Google Bilder gesehen. Es gibt sogar irgendwie schon dieses FOV-Slider. Vielleicht nur auf PC. Aber es soll kommen. Haben wir auf jeden Fall in der in der Pipeline. Im Tresor. Und ja, das ist auch sehr interessant, denn dieser Leak sagt uns, dass das Beast draußen ist. Ja, erstmal die Combat Shotgun, Drum Shotgun, was halt schon krass ist, zwei Shotguns kommen raus. Soll richtig krass sein. Beast soll rauskommen. Shockwave, ja, halt wahrscheinlich. Nee, warte mal kurz. Schockwelle. Was ist das denn für eine Waffe? This item can be too overpowered when flying through builds, especially during endgame or when trying to get away from an opponent. Okay, ach so, die Schockwellengranate. Okay, alles klar. Hm? Junk Rift ist weg. Proximity Launcher wird wegkommen und die Autosniper kommt weg. Wird wegkommen. Dafür kommt der Quad Crasher zurück. Ja, moin. So wie es aussieht. General Edit Option to disable Pre-Edits. Also, Turbobau oder sowas, ist das richtig? Vorbau wird, der Vorbau, was soll ich Ihnen sagen, ja? Huch. Edit HTRF Sound for a better, more realistic experience. Fände ich cool. Ich glaube, das letzte Audio-Update ist auch ein bisschen länger her schon. Von daher, Server Tick Rates. All Arena and Tournament Servers have been upgraded from a 30 Hertz Tick Rate to 60 Hertz Tick Rate. Krass. Das wäre heftig. Aber ob die Switch das hinkriegt, ist die andere Frage. Ey! Map Changes. The Rift Beacons have malfunctioned and reverted their locations. Tilted Town, Tilted Towers, Retail Row, No More Zombies, the Soccer Complex west of Tilted has been restored. Also das klingt zu krass, um wahr zu sein. Als ob Tilted Town jetzt zu Tilted Towers wird. Never. Das Schneebiom ist geschmolzen. Und das Eis ist nicht mehr da. Greasy Grove ist zurückgekehrt. Flush Factory ist auch wieder da. Der Vulkan. Has receded into the ground as Wailing Woods and Risky Reels are back. Das klingt echt zu schön, um wahr zu sein. Das kann niemals stimmen, was hier steht, Alter. Das ist so viel geiles Zeug, das können die niemals bringen. Nein. Nicht so viel auf einmal. Also, die sind sau. Also, ich finde, die sind sau unrealistisch. Kann das mal einer hier. Ne, da kann euch mal einer wieder auf den Boden zurückholen, Kerle. Das klingt schon krass. Schnee schmilzt. Bruder. Und Sneak Peek für Season 11. The map has changed to a more classic feel as we prepare to say goodbye to map version 1.
with the launch of Season 11 in October, Map Version 2 will make its debut. Das klingt eher nach Epic Games, muss ich sagen. Das Ganze hier klingt sau plötzlich. Wir werden auch später im Stream nochmal darauf eingehen. Wir werden ab 13.30 Uhr online gehen für diesen Stream und für hoffentlich diese Patchnotes, weil das klingt sehr krass, aber um es kurz zu machen, es klingt sehr unrealistisch und ich wäre raus. Hauen Sie rein, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und ein Abo, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns heute im Stream wieder, 13.30 Uhr live hier auf YouTube. Hauen Sie rein und bye. Das schmeckt.